war noch gleich euer Name? Zielübung? Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Das Letzte, was wir brauchen können. Ich halte Wache. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Es ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehend sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Oh je, nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen.
Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Viel Glück! Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Ah, Lyris. Dieses Mädel ist so jenseits von Gut und Böse wie Sheogorats Nachthemd. Aber ich schätze, sie hat das Herz am rechten Fleck. Sie sagt, sie müsste den Propheten retten, um uns allen ewige Qualen zu ersparen. Wie ein alter, blinder Mann das anstellen soll, ist mir dann aber doch zu hoch. Ein kaiserlicher Edelmann. Anscheinend war er einst ein mächtiger Magier, doch die Jarrah haben es nicht gut mit ihm gemeint. Lyris meint, er würde den Weg zurück nach Tamriel kennen. Wenn es einen gäbe, dann hätte ich ihn auch wohl inzwischen gefunden. Und darüber habe ich bisher eigentlich noch nicht allzu viel nachgedacht. Aber nichts ist unmöglich, würde ich sagen. Die Wahrheit ist, ich bin schon so lange hier, dass sich dieser Ort wie mein Zuhause anfühlt. Aber ein kleiner Aufstand ab und zu ist eine angenehme Abwechslung. Richtet ja keinen echten Schaden an, was? Catwell hält diesen Unterbau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Viel Glück! Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Nun, da gibt es nicht viel zu erzählen, oder? Es ist der gleiche alte Schnickschnack. Edler Ritter, epische Unterfangen, gerettete Maiden. Ich kam in dieses Land, als mein Kopf ohne großes Gebese von meinem Körper getrennt wurde. Das war echtes Pech, aber man versucht eben das Beste daraus zu machen. Oh, schon recht lange. Um genau zu sein, wäre ich nicht im Mindesten überrascht, wenn ich der älteste Seelenberaubte wäre. Also von denen, die nicht wild geworden sind, meine ich. Ich kenne jeden Tunnel und jeden Pfad, jedes Eck und jeden Winkel. Die anderen schauen sogar zu mir auf, denke ich. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Kommt und holt es euch, ihr skäbigen Horker!
Wer hat denen denn beigebracht, so zu kämpfen? Der Gott der Selbstbestrafung? Fairer Kampf werden können, wenn es drei von euch gewesen wären. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es, aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen.